Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zur Resident Evil Teaser Beginning Our Steam Demo. Der Name ist wahrscheinlich witziger als das Spiel. Ich habe mich doch nicht spoilern lassen und habe mir gedacht, komm, spielst du die Demo mal und nimmst das Ganze auf. So, mit Facecam. Hallo, 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 na, ihr? Hallo, hallo, hallo. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Und wir starten mal. Ich habe genau 3 Sekunden gespielt, um zu gucken, wie laut es wird. Found within same house as seen in footage. Ah ja. Ich weiß gar nichts. So. Deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt. Die ersten 3 Sekunden, die ich gerade gespielt hatte, sahen aber anders aus. Oh, wahrscheinlich habe ich irgendwas übersprungen. Okay. Na? Erstmal randalieren, das ist immer gut. Das kenne ich. So. Ich habe wohl vorhin den Anfang übersprungen. Aber das macht ja nichts. Habe ich nichts verpasst. So. Ich hasse Horrorspiele. Ich bin der schreckhafteste Mensch auf diesem Planeten. Ich gucke immer so nach da wegen Lautstärke. Aber es sieht gut aus. So. Entkommen Sie aus dem Haus. Mensch, da bin ich ja... Ich freue mich richtig. Ich bin... Okay. Ich kann also eine Videokassette finden. Ich wollte nur Klavier spielen. Da kann ich irgendwas... Okay, ich kann... Also eine Sicherung brauchen wir. Kann ich hier Licht anmachen? Das wäre super smart. Das sieht echt gut aus, das Spiel, ne? Muss man mal so... Oh. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Ach, mal. Ich werde sie an den Steinen zerschmettern. Was wirst du an Steinen zerschmettern? Okay. Also wir brauchen eine Videokassette und wir brauchen da waren Schritte. Mami! Ich hab so unnormal Schiss, Alter. Warum ist hier alles voller Blut? Ew. Oh Gott. Okay, ich kann... Alter, ist das eklig. Ich kann anscheinend irgendwie so ein Dreh... So ein Ventil anbringen. Den Namen vergessen. Okay. Irgendwas. Oh, Pistolenmunition. Ah, guck mal, ich hab sogar. Ah. Das heißt, theoretisch kann ich vielleicht sogar eine Waffe finden, oder? Ah, ist das eklig! Das Problem ist halt, ich weiß nicht. Wie erschreckend das wird. Also wie viele Schocker die drin haben. Ich hab ein leeres Notizbuch, das ist ja super. Liegt auch noch irgendwas? Gott. Okay. In diesen Keller möchte ich allerdings auch irgendwie nie reingehen, wenn ich ehrlich bin. Ach guck mal, ich kann mich sogar ducken, okay. Ich hab bisschen Puls. Kann ich die rausziehen, die Nägel?
Ich brauche wahrscheinlich so einen Apparat dafür. Gott! Was ist das denn? Ew. Es ist so fucking ruhig! Dieses Spiel hatte Musikeinstellungen, also die Lautstärke von Musik, aber da ist keine! Ich hab mich von meinem eigenen Schatten da links erschrocken. Heilige Scheiße, Alter. Puppenfinger. Da liegt immer noch was. Aber nichts, was ich einsammeln könnte anscheinend. Da blinkt was. Warum auch immer da was blinkt. Das ist so widerlich. Nicht mehr irgendwas drin. Alter. Das ist so krass, Alter. Das ist unfassbar gruselig. Verdammt. Da komme ich nicht rein. Wieso hat dieses Haus so viele Türen? Ich raff das. Oh! Das ist gut. Ah! Ah! Hier. Okay, ich brauche einen Schlüssel. Ohne Schlüssel komme ich hier auf jeden Fall nicht raus. Ey, bis jetzt gab es null Schockmomente. Und ich habe einfach Panik ohne Ende. Nice. Ah, das Videotape. Stand da was? Sah kurz so aus. Du hörst sogar das Tropfen vom Wasserhahn. Ist das ekelhaft. Hier ist nichts mehr drin. Okay, brauche ich einen Schlüssel für. Ich gucke mir jetzt erstmal das Videotape an. Bevor ich da hochgehe. Okay, theoretisch kann ich... Was? War das? Zu diesen Typen her. Mach mal halblang, Pete. Hey, ich arbeite nur mit Profis. Apropos, pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Oh lol, ich darf... Ach so. Der Typ? Ich seh's nicht. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren, danach filmen wir das Intro. Genau, wie immer also. Nur, sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Sewer Gators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Verzückt. Dass ich im... Ich dachte jetzt, ich dürfte das gucken, aber jetzt darf ich das Video auch noch mit... Ach du Scheiße. Puh. Laufen wir? Okay, los geht's. Da muss ja jemand drin sein. Wir waren am Ende ja gefesselt, also muss da irgendwer. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Man sollte vielleicht nicht einfach in irgendein Haus. Oh Gott. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier?
Leck mich. Ich war Chefmoderator. Vertretung, Pete, nicht Chefmoderator. Was sagst du? Nichts. Worum geht's hier, Andre? Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Das ist der Schrank. Clancy, mach davon eine Einstellung. Gibt einen tollen Zwischenschnitt. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Nicht Hinterwäldler, die Bakers. Jack und Marguerite Baker. Und sie waren still, nicht rückständig. Viele schlimme Gerüchte über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Ach, Mist! Warum habe ich nur meine guten Schuhe angezogen? Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Andre, was meinst du? Ist der Typ hin. Andre? Andre! Andre! Wo ist der hin? Nancy, weißt du, wo Andre hin ist? Ja, hier lang. Wo ist er? Echt unglaublich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Ist der hoch. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy. Da war der Finger auch noch nicht du drin. Bei mir. Und die Puppen hingen nicht darum. Die Tür da hinten. Ach nee, das, die ging auch schon auf, als wir da waren, ne? Ja. Was war das denn? Hast du es gehört? Ja, geh rein. Andre! Wo zum Teufel ist der? Oh, nicht, dass jetzt was von hinten kommt. Weil ich kann nicht weiter rein. Andre, wo bist du, Mann? Welche Tür zu machen? Oh. Da hat die Sicherung auch schon gefehlt. Warum ist das so fucking gruselig? Was zur Hölle? Ich halte die Tür im Blick. Oh lol. Verdammter Witz sein? Da gehe ich aber nicht rein. Okay, neuer Plan. Wir finden Andre und gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Okay, vielleicht gehe ich da doch rein. Mami. Wenn ich jetzt Puls angezeigt hätte hier, ne? 180 mindestens. Was ist das? Du zuerst. Ach so. Brauche eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Hm. Also, du zuerst. Das Blöde ist, auf dem zweiten Bildschirm sehe ich genau das gleiche, was ich auf dem sehe. Weil ich da aufnehme. Das heißt, wenn ich da hingucke, bringt mir das nichts, weil ich es trotzdem sehe und mich erschrecke. Was siehst du? Oh. Was ist? Ich sehe André, aber der macht nichts. Das war mein Gamepad. Da ist jemand! Was zum? Ich bin jetzt mal ganz verrückt. Und gehe da einfach auch runter. Warum spiele ich das? Ist das das, wo ich den Bolzenschneider gefunden... Ich muss ein bisschen näher ans Mikro, es tut mir leid, aber ich habe mega Angst. Wo ich den Bolzenschneider gefunden habe. Ich muss mir mal... Ich nehme jetzt mal so ein Ding hier raus.
Das war ein Game, hat mal irgendwo. Ich muss das. Wenn das gleich vibriert, erschrecke ich mich des Todes, weil es auf meinem Schoß liegt. Geh da nicht hoch. Warum? Oh Gott, ich hab so Scherz. Mami! Willkommen in der Familie, Junge. Alter Vater. Still. Wie maximal stressig ist das Spiel, bitte? Da hat's aufgehört letztes Mal. We gotta get the hell out of here. Nee. Wer bist du? Das wird ein Spiel sein, was ich tatsächlich nach dem Spielen der Demo jetzt sagen muss, das werde ich mir nicht holen. Das ist mir einfach zu boah, nee, Freunde. Schlechtes Ende. Wahrscheinlich kann man auch... Treten Sie Botschafter... Wahrscheinlich kann man auch irgendwie rauskommen. Nee, das tue ich... Nee. Nee. Das... Die, das nee, nö. Die Vollversion tue ich mir einfach nicht an. Heilige Makrele, war es das jetzt? Dann kann ich mir bestimmt, ja, ich könnte jetzt nochmal reingehen, Mitternacht-Version, und mir dann oben mich umgucken, aber das war's erstmal für diese Folge, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Ganze gibt's auf Steam, könnt ihr selber spielen. 3,2 GB oder so. Ne? Viel Spaß. Ich tue mir das jetzt erstmal nicht mehr an. Ich bedanke mich fürs Zugucken, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, wie ich gelitten habe, und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.